Was geht? Mein Name ist Jochen Techke und das habe ich heute mit euch vor. So, und nachdem ihr nun wisst, worum es heute geht, wollen wir auch direkt loslegen. Ihr braucht als erstes eine Sequenz mit 6 Videospuren. Diese Videospuren solltet ihr so benamen, wie ihr das hier seht. Das heißt Mitte, Mitte 2, links, links 2, rechts, rechts 2. Das hilft euch später, einen besseren Überblick über euer Material zu haben und dieses besser zu sortieren. So, ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich hier schon mal 9 Clips abgeklammert. Jeder Clip hat eine Länge von 3 Sekunden. 3 Sekunden ist für diesen Effekt optimal. Das ist ein gutes Verhältnis zwischen Dynamik und Information. Das heißt, der Effekt wird dynamisch und trotzdem werden noch Informationen vermittelt. So, ich nehme jetzt als erstes mal hier den Clip Christine Mitte und ziehe den hier auf die oberste Videospur. So, dann klicke ich rechts darauf und wähle Verschachteln. So, ich habe jetzt eine verschachtelte Sequenz erstellt. Warum? Mit verschachtelten Sequenzen zu arbeiten ist deswegen sinnvoll, weil ihr später eure Clips unabhängig von euren Masken bearbeiten und konfigurieren könnt. So, die verschachtelte Sequenz benahm ich jetzt erstmal so, wie der Clip vorher hieß, nämlich Christine Mitte. So, dann wähle ich diese Sequenz hier im Projektfenster aus. Klicke oder beziehungsweise drücke die Alt-Taste auf der Tastatur und ziehe die Sequenz hier per Drag and Drop auf die Sequenz im Sequenzfenster. Und schon habe ich hier wieder den richtigen Namen. Diese Arbeitsschritte müssen jetzt für die nächsten 8 Clips wiederholt werden. Und damit das nicht langweilig wird und ihr mir dabei zuguckt, wie ich das jetzt hier mache, habe ich das Ganze schon mal vorbereitet und habe schon alle verschachtelten Sequenzen im Vorfeld erstellt. Die liegen hier in meinem Ordner vorbereitet. So, als erstes nehme ich jetzt die Sequenz Christine Mitte, ziehe die hier oben drauf, dann Christine links, die auf die Spur links, dann Christine rechts. So, das mache ich jetzt mit allen Clips, die ich hier habe. So, und noch die letzten 3 Clips. Da ist der letzte. So. Die Audiospuren hier unten, die brauche ich nicht, deswegen sperre ich jetzt alle Videospuren. Wähle hier unten die Audiospuren aus und mit Entfernen lösche ich diese. So, jetzt kann ich die Spuren hier wieder freimachen. So. Jetzt gehe ich an das Ende der ersten 3 Clips. Ich möchte später einen Bildübergang zwischen diesen 3 Clips und diesen 3 Clips von 14 Frames haben. Deswegen klicke ich jetzt hier in mein Timecode-Fenster, tippe minus 14 ein und gehe 14 Frames in meiner Timeline zurück. Wähle diese 3 Clips hier aus und ziehe sie an meine Markierung. Das gleiche Spiel wiederhole ich jetzt hier hinten. Timecode-Fensterchen anwählen, minus 14 eintippen und diese 3 Clips an die Markierung ziehen. So, nun habe ich schon mal die Länge meines Intros erstellt. Nun wende ich Masken an auf meine Clips und zwar die 4-Punkt-Korrekturmaske. Die ziehe ich jetzt erstmal hier auf die ersten 3 Clips. So, dann wähle ich Christine Mitte aus, öffne die 4-Punkt-Korrekturmaske und vergebe folgende Werte. So, das ist die Maske für den mittleren Bildausschnitt. Dann gehe ich auf den Clip Christine links, öffne hier ebenfalls die Korrekturmaske und tippe folgende Werte ein. So, damit habe ich die linke Maske erstellt. Dann Christine rechts, das gleiche Spiel mit dem rechten Bildausschnitt. Auch hier müsst ihr Werte eingeben. So, ihr seht hier,
dass wir die Masken so konfiguriert haben, dass wir zwischen den einzelnen Bildausschnitten eine schwarze Trennlinie haben, die etwa 10 Pixel breit ist. So, diese Masken, die wir gerade erstellt haben, sind jetzt universell auf alle mittigen Clips, alle linken Clips und alle rechten Clips anwendbar. Deswegen kopieren wir die Masken jetzt einfach mit Copy-Paste. Ich wähle Christine Mitte, wähle die Maske, kopiere diese und dann wähle ich meine anderen mittigen Clips und füge die Maske darauf ein. Das gleiche mache ich mit der Maske für den linken Bildausschnitt und den Clips, die links liegen sollen. Und ebenso mit der Maske für den rechten oder für das rechte Bilddrittel. So, nun habe ich meine Masken gelegt. Das seht ihr hier. Aber meine Bildausschnitte stimmen noch nicht. Deswegen öffne ich jetzt jede Sequenz für sich und verschiebe die Bilder auf der X-Achse so, dass es später in den Masken auch gut aussieht. Je nachdem, wie euer Material aufgebaut ist, müsst ihr das natürlich entsprechend tun. So, das sieht schon ganz gut aus. Dann machen wir das hier, den nächsten Clips ebenso. So, das war die Y-Achse. Wollen es aber auf der X-Achse verschieben. Wunderbar. So. Perfekt. So, dann machen wir das hier auch noch mit den letzten drei Clips. Und jetzt den letzten Schauspieler noch ganz nach rechts geschoben. So, wunderbar. Ja, hier das mittlere Bild kann noch ein Stück nach links. So, perfekt. So, nun möchte ich meinen Schauspielern auch noch einen Namen als Titel unter das Bild legen oder beziehungsweise über das Bild legen. Dazu klicke ich hier auf Neues Objekt und wähle Titel aus. Vergebe den Namen Christine, so heißt die Schauspielerin am Anfang meines Intros. Dann öffnet sich der Titel-Editor. So, ich ziehe jetzt, wähle hier das Textwerkzeug aus und ziehe jetzt hier einen Titel vom äußeren Rand des Kästchens bis zum anderen äußeren Rand. Klicke hier oben auf Mitte, dann wähle ich als Schrift die Areal. Hier wähle ich Bold aus, Schriftgröße vergebe ich 90. Ich möchte, dass die Schrift gelb wird, deswegen vergebe ich hier die Werte für einen Gelbton. Das ist bei Rot 239, bei Grün 255 und bei Blau 55. Und ich möchte, dass meine Schrift noch einen Schatten hat, deswegen klicke ich hier das Feld Schatten an. So. Dann klicke ich hier ins Textfeld und vergebe den Namen Christine. Wähle mein Auswahlwerkzeug an und schiebe den Namen ein Stück nach unten. So, nun mache ich ein weiteres Textfeld auf. Wähle hier ebenfalls Mitte und schreibe Starring. Die Schrift mache ich etwas kleiner. Da vergebe ich Schriftgröße 55. So, auch hier wieder das Auswahlwerkzeug nehmen und den Text etwas nach unten ziehen. So, das sieht doch schon mal ganz cool aus. Und jetzt will ich auch gleich, wenn ich im Titel-Editor bin, für meine restlichen Schauspieler die Titel erstellen. Dazu hier oben links auf den Button Neuen Titel auf aktuellen Titel basieren klicken. Einen Namen vergeben. Mein zweiter Schauspieler heißt Wolfgang. Nun habe ich einen Titel für Wolfgang erstellt, der mit den Inhalten meines ersten Titels Christine gefüttert ist. Das ist natürlich erstmal blöd, weil ich brauche weder dieses Textfeld Starring, noch heißt mein zweiter Schauspieler Christine. Der Vorteil bei dieser Methode ist allerdings, dass alle anderen Einstellungen, das heißt für Schriftart, Textstil, Schriftgröße, Farbe und so weiter, bereits übernommen wird. Und ich muss nur den Text verändern, so wie ich das eben gemacht habe.
Also ganz praktisch und sehr zeitsparend. Deswegen wieder hier oben links klicken. Und meine dritte Schauspielerin heißt Margit. Ändere ich auch hier nur den Namen. Dann mein vierter Schauspieler heißt Armin. Hier dasselbe Spiel. Hier muss ich nur eine kleine Korrektur vornehmen. Armin ist der Schauspieler, der am Schluss hier drüben im linken Feld gezeigt wird. Deswegen klicke ich jetzt auf linksbündig und dann ist mein Name perfekt positioniert. So, und mein letzter Schauspieler heißt ebenfalls Wolfgang. Das war der ältere Herr, der auf der rechten Seite gesessen hat. Zuerst tippe ich seinen Namen ein und dann klicke ich hier oben auf rechtsbündig. Jetzt sieht man hier, okay, das überlappt noch in das mittlere Text oder in das mittlere Bildfeld. Deswegen ziehe ich das Textfeld hier ein Stück auf und nun ist Wolfgang schön positioniert über meinem rechten Bildfeld. So, wunderbar. Jetzt gehe ich wieder in die Sequenzen rein und positioniere meine Titel. So, einmal. Zweimal und die drei Schauspieler hier am Ende. So, und der letzte kriegt auch noch seinen Namen. So, wunderbar. So, und jetzt kommt das eigentlich Interessante, dieses Intros, nämlich der Übergang der Masken. Ich möchte jetzt von Christine zu Wolfgang folgenden Effekt erzielen. Die Maske in der Mitte soll nach oben weggehen und die Maske links und rechts soll nach unten weggehen. Und dann soll quasi Wolfgang als nächstes kommen. Aber auch seine Masken muss ich animieren, damit ich später bei meinem Übergang so eine schöne schwarze Trennlinie habe, wie ich das hier schon habe. So, und wie das jetzt geht und wie das gleich aussieht, das zeige ich euch. Zunächst wählt ihr Christine Mitte aus, wählt die 4-Punkt-Korrekturmaske und setzt Keyframes. Nun gehen wir auf das Ende des Clips, aber wir gehen wieder ein Frame zurück und setzen Keyframes für unten rechts. Und vergeben hier die Werte 1280 und 0 und für unten links den Wert 640 und 0. Okay, jetzt machen wir das gleiche Spiel hier bei Christine links. Auch hier wieder an den Anfang des Bildübergangs Keyframe setzen, dann wieder ans Ende des Clips ein Keyframe zurück. Und für die Punkte oben links und oben rechts jeweils Keyframes setzen und folgende Werte eingeben. 0 und 1080, 490 und 1080. So, nun die letzte Animation für Christine. Christine rechts auswählen, wieder an den Anfang des Bildübergangs, 4 Keyframes setzen, ans Ende des Clips ein Keyframe zurück und nun für oben links und für oben rechts neue Werte vergeben und zwar 1430 und 1080 und 1920 und 1080. So, damit ihr schon mal seht, was wir jetzt hier gemacht haben, rendere ich schon mal die Videovorschau. Dann setze ich hier ein Keyframe, ein Inpoint und ein Outpoint und dann spiele ich das Ganze mal in der Endlosschleife ab. Ihr seht hier, wie die Masken sich bewegen, aber wir sehen hier, wir haben hier keinen schwarzen Rand. Das, was ich vorhin erwähnt habe, weil ich Wolfgangs Masken noch nicht animiert habe. Das mache ich jetzt. Dazu gehe ich hier ans Ende des Bildübergangs, wähle Wolfgang Mitte aus, seine 4-Punkt-Korrekturmaske und setze 4 Keyframes. Nun gehe ich ein Frame weiter
und setze für oben links einen Keyframe und für oben rechts. Und zwar gebe ich da ein 10, 10, 640 und 1280 bleibt. Und dann gehe ich an den Anfang des Clips, setze ebenfalls 4 Keyframes und vergebe folgende Werte. Für oben links 500 und hier 1090, oben rechts 1420, 1090. Diese Werte bleiben so, diese Werte bleiben auch so. So, dann geht es weiter mit Wolf links. Auch hier wieder die Keyframes setzen, ein Frame weiter. Wir vergeben jetzt für unten rechts und unten links neue Werte, und zwar 490 und 1070 und hier ebenfalls 1070. Dann an den Anfang des Bildes gehen, 4 Keyframes setzen und folgende Werte vergeben. Hier oben bleiben wir dabei, hier 630 und hier 0, das bleibt auch. Dann hier 630 und minus 10 und hier 0 und hier ebenfalls minus 10. So, nun das Ganze noch hier unten. So, auch ein Frame wieder zurück. Dann für unten rechts und unten links neue Werte vergeben. 1070. 1070. So, und dann gehen wir hier vor und setzen hier ebenfalls nochmal 4 Keyframes und das bleibt so, das bleibt auch so, das bleibt so. Hier vergeben wir minus 10 als Wert, hier 1290. Und hier ebenfalls minus 10. So, damit ihr seht, was jetzt passiert ist, rendere ich nochmal die Videovorschau. So, und jetzt spiele ich das Ganze ab. Und wir haben hier diesen coolen Bildübergang. Und wir sehen hier die Trennlinien, diese feinen schwarzen Balken. So, das Ganze machen wir jetzt auch für diesen Bildübergang. Aber das geht jetzt viel, viel schneller. Und zwar kopieren wir die Keyframes, und zwar in gespiegelter Reihenfolge. Das heißt, wir nehmen jetzt hier Christine Mitte und nehmen die letzten Keyframes, nehmen diesen Clip, gehen ein Frame vor und fügen diese Keyframes ein. Dann gehe ich wieder auf Christine Mitte, wähle diese 4 Keyframes, gehe hier hinten ans Ende des Bildübergangs, wähle die Maske und füge die Keyframes ein. So. Das gleiche Spiel mache ich jetzt hier mit Christine links und Armin links. Ich kopiere diese 2 Keyframes, gehe hier an den Anfang von Armin, ein Frame rein und füge die 2 Keyframes ein. Dann kopiere ich bei Christine links diese 4 Keyframes, gehe hier ans Ende meines Bildübergangs, wähle wieder Armin links und füge diese 4 Keyframes ein. Und das gleiche jetzt bei Wolfgang. Wir wählen erst Christine rechts aus, wählen diese 2 Keyframes, gehen auf den Anfang von Wolfgang, ein Keyframe weiter und fügen diese Keyframes ein. Dann wählen wir wieder bei Christine rechts diese 4 Keyframes, gehen ans Ende des Bildübergangs und kopieren die Keyframes ebenfalls wieder ein. Das gleiche Spiel machen wir jetzt hier bei Wolfgang. Wir gehen hier an den Anfang des Bildübergangs, kopieren diese 4 Keyframes an diese Stelle, gehen ein Frame weiter, kopieren dann diese 2 Keyframes, kopieren sie hier rein, kopieren diese 4 Keyframes und kopieren diese ans Ende des Bildübergangs. So, das gleiche machen wir jetzt mit Wolfgang links. Auch hier wieder in umgekehrter Reihenfolge die Keyframes positionieren. Ein Frame weiter.
dann ans Bildende, kopieren und jetzt hier unten noch das gleiche Spiel. Das ist der letzte Arbeitsschritt. Danach sind wir fertig. Dann ziehe ich hier das mal auf, lösche meine In- und Out-Points und starte den Rendervorgang. Und dann schauen wir uns gleich mal an, was wir gerade gemacht haben. So, und das ist unser Ergebnis. Das ist jetzt wieder In- und Out-Points. Dann kann ich das Ganze in der Endlosschleife ablaufen lassen. Ist es nicht cool? Hier diese geilen Bildübergänge, ja, dieses coole Intro, echt geil. Also für mich eins der besten und coolsten Tutorials, die ich bisher gemacht habe. Ja, das war's für heute. Dieses Tutorial ging leider etwas länger, aber das ist auch diesem wirklich schon fortgeschrittenen Effekt geschuldet. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und ihr habt gut durchgehalten. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen zu diesem Tutorial habt, traut euch, schreibt mir oder hinterlasst hier einen Kommentar. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Channel abonniert oder mich bei Facebook liked. Und bis zum nächsten Mal, euer Jochen Teschke.